Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar, das Volumenprofil für den Sale Trader VPOC von Orkan Kuyas. Er ist auch selbstverständlich der Referent heute Abend und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von Actix Flat. Freue mich, dass Sie heute wieder live dabei sind. Bevor ich an den Orkan übergebe, müssen wir da ganz kurz den Risikohinweis besprechen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken, auf gar keinen Fall als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Wenn Sie sich die Aufzeichnung anschauen, dann können Sie jetzt auch kurz pausieren. Okay, dann auch nochmal offiziell guten Abend, Orkan. Dankeschön, dass wir das Webinar heute zusammen machen. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm. Wünsche natürlich viel Spaß, aber auch viel Erfolg. Jo, danke, danke. So, Lieben, ja, guten Abend. Nach der Session ist vor der Session. Bis gerade noch Live-Trading gehabt und erstmal ein Riesen lang an der FX Flat. Und jetzt erstmal alle, die auf den Trading Room noch am Warten sind. Der Ansturm war natürlich groß. Man geht Stück für Stück durch. Und ich habe momentan einfach noch, klar, ist bald Jahresende noch dies um die Ohren, das um die Ohren. Und ich habe einen kleinen Jungen, der ist 5 Monate alt. Und ich versuche da wenigstens auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen, weil mein ganzes Leben besteht nicht nur aus Traden. Es gibt noch viel schönere Sachen im Leben. Heute, wie gesagt, wollen wir nochmal das VPOC-Modul besprechen. Das wird nächstes Jahr sogar nochmal gepimpt. Das habe ich mit dem Herrn Hilger schon besprochen. Da kommen ein, zwei Funktionen noch zusätzlich dazu. Wer nicht weiß, wer der Hilger ist, das ist derjenige, der den Stereo-Trader erfunden hat und gemacht hat. Und dann habe ich damals überlegt, das Ding ist geil, aber was draußen fehlt, ist ja Folgendes. Also dieses Thema mit dem sogenannten Volumen-Trading, das ist ja leider irgendwann, und das kann ich auch dir sagen, lieber Nelson, zu so einer Marketingmaschinerie verkommen. Ich habe 2012 schon damals in Lohr den VWAP ausgepackt. Aber weil ich den ausgepackt habe, hat es von 20 Leuten nur zwei interessiert. Nachdem aber es alle in aller Munde war, haben mich sogar Leute noch von damals angeschrieben und haben gesagt, hey, den VWAP hast du uns doch schon 2012 gezeigt. Der Markt, dass er sich von Volumen zu Volumen bewegt oder im Orderbuch dahin, wo das meiste Volumen ist, ja, damit hat es viel zu tun. Immer höre ich immer, ja, die Algos machen eine Bewegung. Sind die Algos schuld? Ist der schuld? Wer ist das schon wieder? Mir ist es doch egal. Hauptsache, ich partizipiere davon. Was es aber noch nicht gibt, ja, ist natürlich ein Tool dafür. Und das werde ich gleich mal vorstellen. Bei den meisten daddeln halt nur massiv. Dies, weil auch nicht jeder 25 € oder 5 € pro Punkt im Future ausgeben möchte, was natürlich auch bei FX möglich ist, ja, um eine Implementierung zu haben in dem sogenannten Chart, wie unter anderem hier bei FX Flat. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Orkan Kuyas, ich bin seit 1999 an der Börse aktiv. Ja, bin jetzt 20 Jahre dabei, ist schon eine lange Geschichte und habe lange Zeit, sorry, und habe schon ein Buch rausgebracht, das am 13.11. erschienen ist. Ich kann euch mal einen Link erstmal von hier geben. Moment. So, zack, da kommt er auf die Homepage und bitte, also mit dem Buch, davon wird man nicht reich. Ich kriege auch keine 35 €, sondern weit, 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 weitaus viel weniger. Aber mir geht es nicht darum, ein Buch zu verkaufen, sondern die Resonanzen sind sehr gut, weil es inhaltlich einfach mal von der Praxis erzählt und nicht nur theoretisches, gefährliches Halbwissen drin eingetragen wurde. Also da geht es nicht nur um irgendwelche Aufwärtstrendlinien, sondern geht es in die Materie des Tradens. Ja. Und ja, mit FX Flat haben wir gemeinsam auch den Live-Trading Room. Ich werde mal irgendwann mal dafür vielleicht auch mal eine Landingpage machen. Ich habe einfach nicht so eine Zeit dafür. Ich kümmere mich auch nicht um Marketing, weil mein Traden, da geht es um Trading. Also mein Leben geht um Trading und nicht um die ganze Zeit Marketing machen, um irgendwelche Sachen die ganze Zeit zu verkaufen. Und heute geht es um dieses Modul, was wir jetzt hier sehen. Das bedeutet unter Indikatoren den sogenannten Stereo-Trader. Ich selber habe eine Gruppe gegründet bei Facebook 2011. Wir haben dort 12.800 Mitglieder
und über 1300 gerade in der Anfrage. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht manchmal, wo ich zuerst anfangen oder aufhören soll, aber damit ihr auch mal seht, dass es mir nicht wichtig ist, ständig an irgendwelche Leute zu kommen und irgendwelche Produkte mal zu verkaufen. Einfach, dass ihr es mal sehen könnt. 1307 Personen und eine Seite möchten der Gruppe beitreten. Und ich mache vielleicht die Woche mal 30, 40, 50 Leute rein. Ich schaffe momentan einfach nicht mehr, weil ich jeden gerne einzeln durchgehe, weil ich da keinen Scam oder Spam oder andere Sachen drin haben möchte. Da poste ich tagtäglich meine Fahrpläne, meine Trades. Vieles basiert auch auf genau diese Daten, die ihr hier erkennen könnt. Ja, dann, ich habe jetzt mal auch noch einen Link reingepostet, auf den könnt ihr mal draufklicken. Auf den zweiten Link, genau, da kommt ihr nämlich zu FX Flat und da geht es gleich darum bezüglich des Trading Rooms. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Was ist dieses VPOC-Modul? Viele kennen das. Was kann man damit machen? Zum Stereo-Trader kann ich nur eins sagen: YouTube oder dem Herrn Hilger, der macht wunderschöne Webinare hier, dass er euch das erklärt, weil wie gesagt, der ist tausendmal mehr Firmen in seiner eigenen Software als ich. Ist natürlich ein super geiles Ding, weil du hast halt vorher schon. Ich kann das mal demonstrieren, deswegen habe ich jetzt mal hier einen sogenannten Demo-Account gemacht, um jetzt einfach mal hier blind rumzudrücken und zu sagen, okay, was weiß ich, Positionsgröße sind im DAX dann 30 Stücke, ja, TP könnte ich jetzt ändern auf 10 und dann kann man hingehen und sagen, okay, ich möchte sofort in so eine Order reingehen, ja, ich möchte zum Beispiel long gehen, man ist long drinne und sofort ist der Stopp und der SL drin, ja. Nur zu zeigen, was man nicht mehr, wenn man das jetzt separat macht, zum Beispiel, jetzt gehe ich jetzt hier long, jetzt müsste ich ja hier noch den Stop-Loss eingeben und noch den Take-Profit eingeben. So, was machen denn viele? Die machen erstmal, ich möchte drin sein. Was machen sie dann? Das ist natürlich die Order nicht drin, weil es läuft jetzt über Stereo drin. Was machen sie aber dann? Dann müssen sie auf TP klicken, auf das klicken und so weiter, das einzugeben. Und das erledigt alles in Stereo drin. Das nur mal als Beispiel. So. Was aber macht dieses Tool? Dieses Tool zeigt euch an den VWAP. Nächstes Jahr werden es mehrere Sachen sein. Was es ist, werden wir dann aber auch erst erzählen. Aktuell zeigt er den VWAP an, den Volume Weighted Average Price, den Point of Control, den Valera High, Valera Low und Vortages-POC, Vortages-VWAP und Vortages-Value-Zone. Das, was man nämlich zum Trading im Nachhinein braucht, um zu wissen, an welcher Stelle, das ist zum Beispiel Previous Day, wurde denn das höchste Volumen des vorigen Tages gehandelt. Deswegen, wo ich auch heute auch gesagt habe, ungefähr die 13.117,20 und was auch immer, ich kann in der Gruppe gleich nochmal gerne nachgucken, wo ich das reingeschrieben habe. Ja. Und so. Der Stereo-Trader-Erfinder ist auch übrigens hier dabei. Guten Abend, Ja, Dirk. hallo, sehr lustig. So, ich suche das mal eben aus. Hat er sich dann geschrieben? Ich das ist gleich. Sag mal schneller. So, Moment bitte. So. Also die Zone um die 20 habe ich geschrieben. Ja. Aber wenn ich schon sage, circa 13.120 ist wieder eine Rebound-Zone, in der man mit einem größeren Stopp arbeiten sollte. Das bedeutet, natürlich waren auch chartig noch andere Faktoren, aber wir reden von dem Bereich da unten, dass hier eine Long-Zone ist. Wir haben hier nämlich den Vortages-VWAP, wir haben den Vortages-Point of Control in diesem Bereich und natürlich haben wir in diesem Bereich noch im Stundenbereich noch viele andere Gründe gehabt. Das heißt, es sammeln sich wieder mehrere Gründe zusammen, zu sagen, es könnte hier ein Turnaround geben. Ich selber hatte einen Long gehabt bei der 31, den habe ich aber dann in der Gruppe geschlossen, weil hier habe ich ihn laufen lassen, pupp, hatte den abgeholt, habe aber gesagt, Leute, ich lege mich hier drüber mit einem Stopp bei rein. Ja, und das hat dann gefruchtet, das habe ich noch live vor allem gehandelt und habe aber dann relativ schnell auch die Position zugemacht mit bisschen positiver Slippage. Und möchte auch erklären, was sind denn eigentlich diese ganzen Sachen, die man hier sehen kann. Und deswegen ist das Tolle hier, dass ich die einzelnen abschalten kann. Jetzt habe ich wieder nur den ganz normalen Chart. Und um
Machen wir alles mal zu, um euch das einfach mal zu zeigen. So, als allererstes fangen wir erstmal mit dem Viverb an. Den gibt es natürlich nicht nur für den DAX. Den habe ich heute mal mitgebracht für den Dow Jones. Den habe ich mitgebracht heute auch für den Euro-US-Dollar. Da konnte man nämlich wunderschön hier vorne handeln, an der Zone hier, an der Zone dort, an der Zone hier vorne, lieber Nelson, und auch dort gestern. Ja, also hier, schaut mal bitte, wie schön der wunderschön arbeitet. Oder auch hier als Vortagesding mit dem sogenannten Reverb, Vortages-Reverb hier. Oder wenn er halt drauf ist, siehst du selber, du kannst hier, schaut mal, wie der da jedes Mal abprallt. Ja, das ist schon manchmal beängstigend. Ihr wisst, was ich meine. So. Deswegen, also es ist nicht nur der DAX, es gibt auch für den Euro und für andere Währungspaare. Und ich mache das Ganze jetzt mal im DAX, zeige ich dich mal eben. Also der VWAP bedeutet folgendes: der volumengewichtete gleitende Durchschnitt. Ja, und ich orientiere mich hier von der Time Range an den Uhrzeiten des Futures. Das ist das Gute. Bei FX Flat läuft das Ganze ja, bei FX Flat ist das Ganze ja auch über Nacht verfügbar. Und ihr habt sogar mega engen Spread, glaube ich, über Nacht, ne? Im Dow sogar nur einen Punkt oder so oder drei, oder wie ist das nochmal? Nee, ist fast durchgehend eins, ne? Eins, super. Ne? Und, ja. Genau. Man sieht selber, wie der hier sich hier in dem volumengeweihten Durchschnitt rumangelt. So. Was ist die Idee dahinter? Was ist das Setup dahinter? Viele versuchen ständig an diese Daten ranzukommen, aber dann haben sie keinen Future Broker, dann haben sie keine Future Daten, die brauchst du ja alle dafür. Und um das zu haben, und müssen horrend viel dafür bezahlen. Jetzt sehen wir Folgendes: der Markt macht auf, der Markt macht seine Rakete nach oben. Was sehen wir hier? Der Markt tanzt, genau heute Morgen. Ja, da war ich hier oben mal long gewesen, ist zurückgelaufen. Ich habe gesagt, Leute, da ist so eine Long-Zone und genau hier ist auch der VWAP. Man sieht, wie der da wieder abprallt. Ich habe mich aber hier nochmal, als er hier anstieg, bin ich hier nochmal reingegangen, weil es schon man erkennen konnte, Nelson, wenn ich jetzt so mache, der wird jetzt auf alle Fälle hier nicht abbrechen, sondern eher durchlaufen, weil er schon wieder vom VWAP hier vorne exakt abprallt und nach oben läuft. Ja, und ja, was ist dann passiert? Dann ist es schön hochgelaufen, ist wieder runter. Es gilt einfach die Regel, und das ist die schöne Farbskala, damit man hier erkennen kann, ja. Und hier blau steht für eigentlich positiv und rot für negativ. Das heißt, solange der Markt drüber ist als Indikation sein, geht doch mal lieber long, ja, wie das auch hier funktioniert hat. Und runter natürlich hier ist das Setup schon. Auch wenn ich jetzt hier einen Long suche. Ich nehme dafür Gründe aus Vortagen. Ich nehme dort Gründe, die von vor ein paar Tagen sind. Das heißt also, nur blind hier ständig reinzulongen ohne Grund, das hat dann nichts mit Traden zu tun, da müssen mehrere Faktoren zusammenkommen. Und hier sieht man den Rücklauf zum Beispiel, und der gilt ja dann gesehen Short, da seht ihr selber, der ist auf Rot. Das heißt, das Ding ist eine super geile Unterstützung, ein super geiler Widerstand. Euro ist Dollar das gleiche, same hier. Ja, hier zack, zack, Widerstand. Oder gucken wir uns das einfach mal hier in dem Bereich an, gestern. Ja, hier, wenn man ihn getradet hat, Rücklauf Short. So, da funktioniert es mal nicht. Kann auch mal sein. Ich glaube, da waren noch irgendwelche News gestern gewesen, also durchfeuert. Aber du hast doch hier wieder und da wieder die Möglichkeit gehabt, long einzusteigen. Oder hier wunderschön bing, 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 bing. Und jetzt mal ein Tipp an die ganzen Leute, die traden, unabhängig von dem Tool. Ja? Man sieht hier, ja, klappt, 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 klappt. Aber leider sehen die meisten, klappt, klappt. Die sehen aber nur, hat nicht geklappt. Natürlich klappt es mal nicht. Ja, es gibt eine gewisse Zone, in der man auch dann so gesehen seinen Stopp hat. Wie groß der sein sollte, steht auch bei mir im Buch drin. Oder bei uns im Livestream kriegen das auch alle mit, wie das sein sollte. Und von daher hätte selbst dieser Stopp hier vorne gehalten. Worauf ich aber hinaus möchte, ist, man soll nicht sich immer das Negative merken, sondern wie oft hat es positiv funktioniert. Ja, zum Beispiel auch hier. Anstieg, wie Webrücklauf, ist ein Long, steigt nach oben und so weiter. Und hier zum Beispiel auch seitwärts, seitwärts hoch runter, hat jetzt ein neues Tief, Rücklauf von Viveb wäre Short, der läuft hier oben hin, der Viveb kommt hier oben runter, also läuft das Ganze runter. Oder hier sieht man es auch wieder, nach 9 Uhr trade ich sowas, so Rücklauf auf den Viveb. Noch eine horizontale, also wieder ein Grund mehr dazu.
vielleicht noch andere Daten und so weiter. Und was passiert? Das Ganze geht nach oben. Das heißt, hier im Dow Jones kann ich das auch mal gerne zeigen. Gut, er war die letzten Tage ein bisschen zickig, wenn ich mal ehrlich sein darf, aber wenn ich das mal ein bisschen größer machen kann, kann man das aber auch hier erkennen, wie der hier runterläuft und dann heute hier erstmal abprallt, auch wenn das noch vor der Handelszeit des Dow Jones ist. Gut, jetzt momentan kann ich nur warnen mit Longs, ein bisschen aufpassen. Mein Fahrplan war heute eigentlich die 13.250. Oh, man sieht meinen Mauszeiger nicht, sagt gerade jemand. Dann ist aber der... Also deinen Mauszeiger habe ich bis jetzt gesehen. Das sieht Vielleicht aber war es für den einen oder anderen zu schnell, das kann natürlich sein, ja, aber. So sieht man auch bestimmt jeder jetzt, ne? Jetzt habe ich meinen Ranget-Modus angeschaltet. Herr Strube, können Sie es sehen? Das Bildscreen hat keinen Bezug zur Rede, sagt er. Alle sagen aber, es sieht. Pfeil war besser, seht ihr, Mauszeiger ist da bei allen. Also von daher nicht böse sein, aber. Kein Bezug zur Rede kann nicht sein, wenn alle anderen das sehen. Dann müssen Sie vielleicht mal sich neu einloggen. Ja, nur den Screen, keine Action, aber alle anderen sehen das. Ja, alle sagen, da ist ein Mauszeiger. Deswegen. Man sieht alles, schreibt der Nächste. Jo, alles in Ordnung, schreibt der Nächste. Alles super, alles bestens. Von daher ist aber nicht schlimm, um Gottes Willen. Deswegen ausloggen, nochmal einloggen und vielleicht sehen Sie dann den Mauszeiger. So. So, machen wir kurz eben weiter. Jetzt natürlich mal kurz eine persönliche Meinung zum Markt. Wenn, also mein Fahrplan war heute die 13.250, ich habe gesagt, ich shorte da oben nicht mehr, weil der Amerikaner hat ein neues ATH, also All-Time High gemacht, S&P ist rübergerannt. Aber wenn ein neues Allzeithoch abverkauft wird, vorsichtig, wie viele Leute loggen jetzt hier vorne, werden auf dem falschen Fuß erwischt, es könnte Freitag und weiter fallen. Und heute Nacht dürft ihr nicht vergessen, da ist ja wieder irgendwas, glaube ich, in Großbritannien. Und von daher ist immer gut, ein bisschen Sideline zu sein. Kommen wir wieder auf das Thema des VBOX zurück. Man sieht es hier, machen wir auf den in der Dow Jones mal. Wieder hier, wunderschön, abprallt. Gut, das hat das eigentlich gemacht, aber wie gesagt, Ausnahmesituation, neues also so, was abverkauft wird. Aber auch gestern im Handeln sieht man selber ping, 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 zack, drunter. Das heißt auch hier, kommt man nochmal wunderschön shorten, es geht nach unten und ab hier seht ihr selber, auch wenn er mal drüber geht, ja, mal drüber ist er, jetzt hier ist nicht mehr short. Wenn er hier drüber ist, dann bin ich damit vorsichtig oder man sieht auch zum Beispiel hier, wenn er drunter ist, bin ich eher im Rücklauf short und hier eher im Rücklauf long. Das heißt, er hilft mir auch in der Trendrichtung. Schaut mal hier, bing, bing, bing. Gut, da kam jetzt wieder irgendein Trump-Getwitter bestimmt, ja. Dass es mal seht, Rücklauf, Rücklauf drunter, ja, und dann kann man hier erstmal im Rücklauf wieder shorten. Drüber bin ich vorsichtig. Natürlich, die letzten Tage waren ein bisschen blöd, muss ich sagen, unabhängig davon, zum Handeln eine Range Cons zu handeln, aber sonst gab es, bei den Amis war ich nicht so zufrieden die letzten Tage. So, dann kommen wir auf das nächste zu sprechen. Wir kommen auf den sogenannten Volumenberg zu sprechen. Ja. Jetzt frage ich mal den Nelson, wieso ist das so, wenn wir ein Webinar haben, so eine Bewegung am Markt ist? Ja, schade. So, folgendes. Jetzt seht ihr auf der linken Seite diesen sogenannten Volumenberg. Und ihr seht ja, heute Morgen wurden in dem Preisbereich sehr viel gehandelt. Hier in dem Preisbereich wurde sehr viel gehandelt. Hier ein bisschen weniger, hier natürlich sowieso wenig. Ein bisschen Volumen gab es jetzt hier oben, das sieht man hier. Und deswegen haben wir hier oben, ihr seht, einen Berg. Das heißt, seht ihr, schaut mal bitte, wie der gerade am Viva reagiert hat. Für alle, die von euch scalpen, eine Frage, wer von euch scalpt denn? Also nimmt immer nur ein paar Punkte mit, dann macht mal ein X in den Chat bitte. Dann macht mal einfach ein X in den Chat, dass ich weiß, haben wir auch Scalper unter uns. So, habt ihr das jetzt mal gesehen? Das muss ich mal ganz kurz im Live-Mode zeigen. Wenn nämlich jetzt dahin gelaufen ist, muss ich wieder dahin spulen. So, seht ihr, wie wir rein, zack, zack, ein paar Punkte hoch. Habt ihr Reaktion jetzt gesehen? Unabhängig, was der Markt macht, hat jetzt dort eine Reaktion stattgefunden. Gut, wenn ich natürlich gucke, da habe ich natürlich im 15 einiges, was zusammenkommt. Aber den Takt gibt jetzt nicht der DAX vor, sondern der Dow Jones. Und der
befindet sich gerade an diesem letzten Hoch, wo er ausgebrochen ist, deswegen vielleicht ein kleiner Bounce. Und der S&P, das gleiche, schaut mal hier. Und wenn ich merke, das harmoniert alles miteinander, habe ich dort ein tolles Signal. Ja? Und um einfach mal zu zeigen, wie der reagiert im Live-Markt, man sieht es hier zum Beispiel 89, jetzt waren wir hier 95, also ein paar Punkte beantragen können. Kommen wir wieder auf den Volumenberg von gerade zurück. So, ich hole jetzt wieder den roten Punkt raus. So, man sieht es hier, dass der jetzt hier zum Beispiel aber nicht wirklich ein starkes Volumenlevel hat. Aber wenn der jetzt fällt, schau mal, gestern war hier auch ein starkes Volumenlevel in dem Bereich. Bing, seht ihr, wie der sich dort, ich versuche es mal einzuzeichnen, in diesem Bereich schön aufgehalten hat. So, das heißt, schaut mal hier. Ja, und auch heute. Ich mache es mal weiter. Hat er dort in dem Bereich starkes Volumen aufgebaut. Ah, da kam auch ein Bounce. Seht ihr das wieder? Und drunter, vorsichtig, er verlässt die Zone, baut jetzt einen neuen Berg auf. Aber man sieht es ja selber, wie der hier das meiste hat. Das heißt, Widerstand, wenn jetzt hier runterkommen würde, Unterstützung. Ja? Das heißt, man hat Marken im Chart, die man sonst nämlich nicht hat. So. Und das dafür, das ist wie gesagt der Berg, um dann zu wissen, okay, der ist zum Beispiel jetzt hier in einer No-Trade-Zone. Jetzt ist er hier, da ist nicht wirklich viel. Da ist ein kleiner Peak, ja. So, und weiter runter. Oder hier. Wenn er hier ist, ist es eine No-Trade-Area. So, dann machen wir weiter. Und zwar, bevor ich auf die, oh, dann machen wir den mal aus. Gehen auf Intraday. Das hier sind die Value-Zonen. Value Area Low, Value Area High. 70% des gehandelten Volumens haben heute in genau diesem Preisbereich stattgefunden. Drüber ist für mich eine Sache wichtig. Da gehe ich definitiv nicht short. Auch wenn er von dort kurz vor der 13.300 gedreht hat. Und wenn er dann in die Zone wieder zurückkommt, dann ist für mich eher ein Setup hier, für ein paar Punkte long zu gehen. Manchmal sogar mehr. Und wenn das noch hier passt, seht ihr selber, habe ich hier wieder die hier wieder die Möglichkeit, seht ihr das, einen Fullback zu spielen. So, und dann, wenn er drunter geht, weiß ich, Next Target, VWAP. Und den Trade, den ich gerade gemacht habe, das war nur ein Beispiel, um den SL und den Profit mal zu demonstrieren. Jetzt hätten wir hier auch einen Limit-Kauf machen können. So nach dem Motto, 7 Punkte Stopp, 7 auf Tasche oder 5, ja. Aber ich möchte erklären, aha, was hat er gemacht? So, das heißt, was ich nur schade finde, ist manchmal, Leute erklären draußen, wenn er über eine Value Area High ist, dann shortest du dem zurück dahin, weil er irgendwann dahin kommt. Ich muss euch davor warnen, wenn ihr sowas hört. Denn dieser Value Area High kann sich auch, wenn hier nachher seitwärts läuft, nach oben bewegen. Ja, dann bist du hier short eingestiegen, der bewegt sich aber nachher, weil es oben seitwärts läuft, da vorne hin, dann hast du Pech. Also ich selber nutze den dafür, um den, wie gesagt, als zum Rebound traden. Das heißt, wenn der Markt hier unten rausfällt an der VL-Zone, im Rücklauf gehe ich dann short und das funktioniert relativ gut, relativ oft. Das heißt, wenn jetzt hier rausfällt, nochmal hier, zack, zack, oder hier gab es ein paar Punkte nach oben. Aber wie gesagt, der Amerikaner gibt da jetzt den Takt an, ist es nicht mehr. So. So, dann machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter. Ihr seht selber, ha, jetzt meine Reaktion, wie das Ganze sich jetzt reagiert. So, das heißt, das sind die Value-Zonen. Dann ist hier das Tageshoch angezeigt, das ist das Tagestief ist hier vorne angezeigt. Das heißt, ich habe jetzt Marken. Das heißt, wenn der jetzt da abprallt, ich kann mal gucken, wie viel ist das in Punkten. So, wenn er jetzt hier abprallt an 21, ja, das sind 15 Punkte. Ich meine, das ist schon mal geil, 15 Punkte. So, und wie ich es gerade erklärt habe, wenn er jetzt zum Beispiel drunter geht, Next Target hier, das heißt von der 22 bis knapp 2, sind über 30 Punkte. So, 30 Punkte. Ja, jetzt kommt aber das nächste.
Wir haben noch gerade über den VWAP mit dem Rebound, mit dem Bouncing gesprochen. Jetzt könnt ihr das nochmal live sehen, bevor ich auf den Point of Control zu sprechen komme. Zeichenmodus aufheben. So, Nelson. Ja, du siehst es, glaube ich, man kann es erkennen. Ne? Hat exakt hier aufgesessen. Schau mal bitte, was er jetzt macht. Mittlerweile sind das fast 20 Punkte. Eben erklärt, und jetzt haben wir das Glück, dass es jetzt sogar im Live-Handel auch mal dort an der Marke ankommt und eine Reaktion. So, dann machen wir weiter. Löschen. Löschen Modus aufheben. So, dann haben wir unten hier den sogenannten Point of Control. Ihr Lieben, die Frage, Thomas, die werde ich jetzt beantworten. Da kommt eine Frage, warum das an jeder Zeiteinheit gleich ist. Das ist kein gleitender Durchschnitt. Das hat doch nichts mit dem gleitenden Durchschnitt zu tun. Das ist ja nichts hier, Periode 200. Bitte verwechsel das nicht mit euren SMAs und E-Mails und so ein Kram. Das geht da darum, wo sich das Volumen vom Preis her hin bewegt. Das Einzige, wo sich das unterscheiden kann, ist manchmal im Stundenbereich. Ja, wo bewegt es eine Stunde? Dabei im 1, im 5 ist ja relativ. Also doch, die sind ja gleich am gleichen Level. Ja. Da gab es mal einen Punkt Abweichung geben vielleicht. Es geht um die Zeiteinheit selbst, wo hat sich das Volumen hin bewegt. Aber, wie ich es gerade erklärt habe, man sieht es dort komplett. So. Stefan, natürlich nutze ich das bei mir täglich. Gerade deswegen auch hier. Man sieht es doch, da ist er doch. Und mittlerweile 89, 99, 9, über 20 Punkte vorne. So, war jetzt keine Handelsempfehlung, aber ihr seht man selber. Ja, dann seht ihr Orkan postet. Der geht hier long, stopp hier. Jetzt wisst ihr zum Beispiel darauf. Machen wir weiter. So. Ich zoome mal wieder ein bisschen raus. Kommen wir mal zu dem sogenannten Point of Control. Das ist der Kandidat hier unten. Der, seht ihr selber, macht hier eine Reaktion. Warum? Der gibt an, wo an dem Tag das meiste Volumen gehandelt wurde. Und das ist aktuell in dem Preis 13.156. So, das bedeutet, dort, das sieht man jetzt hier am gestrigen Tag, ja, wieder an dieser Stelle, abprallt, abprallt, hochgeht und so weiter. Was ist der POC? Fälschlicherweise wird erzählt, der fairste Preis. Wie soll beim VWAP die ganzen Leute erzählen? Hat überhaupt beim fairen Preis noch gar nichts zu tun. Da wurde an dem Tag das meiste Volumen gehandelt. Das heißt, da ist der Volumenberg spitze. Das heißt, Unterstützung, Widerstand. Das heißt aber auch, weil der POC wandert ja auch am Tag, dass wenn er mal nach oben geht, Beispiel, du bist jetzt hier, ja, so, und du bist jetzt oder hier unterwegs, und auf einmal ist er da unten, und puff, der ballert da oben hin, weil es hier seitwärts lief, viel Volumen, das heißt, der Short könnte laufen. Eher sieht man das relativ oft, wenn der Markt fällt, ja, und dann seitwärts lange verweilt, wenn man so einen Tag mal hat. Sagen wir Beispiel jetzt hier, der läuft hier hoch, läuft hier runter, läuft hier seitwärts, seitwärts, seitwärts. Sagen wir mal, der Bock ist dann hier, paff, ist er plötzlich hier vorne. Dann kann man sagen, ah, das Volumen kommt in Richtung des Marktes runter. Da könnt ihr jetzt die Richtung drehen. Dazu kann er helfen. Und natürlich sind wir unter dem VWAP, wie auch hier, First Target Point of Control. Hier kann man das erkennen. Bing, bing, ja. Und drunter dann hier. Das bedeutet, wir können eigentlich den Markt in vier Zonen aufteilen. In die Value-Zone. Drunter könnt ihr bis zum VWAP, unter dem VWAP bis zum POC. Unter dem POC bis zum Value Low. Und wieder das Ganze nach oben. Ja. Und natürlich hoch und tief, was er noch an viele Unterstützung hat. So, da mache ich die jetzt mal aus. Und schnappe mir die Previous Day Daten. Denn auch der Vortagesvalue High und Low dient, seht ihr das selber, als Mega-Unterstützungszone. Und auch hier mit dem Point of Control und noch der Vortages VWAP. Jetzt schalte ich hier nochmal an. Hier in dem Bereich mit dem, ja, deswegen die Unterstützungszone. Gut, da hat er keinen Bereich angelaufen. Man sieht aber auch, der Previous Day
Area High war hier erstmal eine Widerstandszone oder eine Stützungszone drüber. Der merkt, dass die Volumenzone des Vortages hier schon für Anlageentscheidungen mithelfen könnten. Gut, da sind wir dann gar nicht mehr hingelaufen an dem Tag. Hier könnt ihr das zum Beispiel mal erkennen. Ich mache meine Horizontale rein. So, schaut mal hier. Vortages, Final Control von dem Tag, das von dem Tag, also selbst die anderen Sachen nehme ich immer noch von einem Vortag, also vom Vortag und vom Vortag noch mit rein. Auch da findet eine Reaktion statt. Hier seht ihr das selber. Reaktion hat von dem Tag auf da wieder stattgefunden. Ja, also vom Vortag, nicht vom Tag davor, sondern vom Vorvortag und so weiter. Das heißt, das sind alles handelbare Zonen. Das heißt, im Endeffekt kein gleitender Durchschnitt. Ich brauche hier nichts drin. Ich bin kein Fan von Stochastiken, Indikatoren, 1000 Indikatoren drin und Oszillatoren. Also keep it simple stupid. Das heißt, macht wenig in den Chart rein, effektiv in den Chart rein. Ja, und was kann man hier erkennen? Dass wir hier von Preis zu Preis springen können. So, das Ganze in der Kombination Intraday, Previous Day, der Volumenwert und der V-Wert. Und das Ganze dann so aus. Ja, und das ist der sogenannte VPOC, das Volume Profile auf ein großes Modul. Und das gibt euch eigentlich im Chart, wie gesagt, wunderschöne Marken an, die man traden kann für Long oder auch Short. Und ja, hier ist gerade ein bisschen wenig Bewegung drin. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur für den DAX verfügbar, sondern auch für Gold und verschiedene andere Assets. Wie gesagt, über das Volume-Profile-Thema werde ich jetzt natürlich keine 40.000 Stunden jetzt hier drüber reden. Wer was sucht, Einführung in die Welt des Volumenhandels, findet es bei mir im Buch drin. Da ist das ganze Thema mal erklärt. Da ist auch der VPOC nochmal erklärt. Ja, und so viel zu dem Thema. Und ich mal selber. Jetzt fragt der Stefan, ob ich den auch so einen VPOC nutze. Also, ich würde ja nicht so ein Tool machen, wenn ich das selber nicht nutzen würde. Ja. Ich habe natürlich auch bei mir Future-Daten und Future-Charts und alles noch parallel an. Aber was ich beim Stereo-Trader sehr gut finde, das ist halt die Vorgabe mit dem Stopp. Weil du kannst dir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, Stefan, ständig eine Order aufzumachen und dann noch den Stopp stundenlang einzugeben. Ja. So. Ja, der Wie wird man alle stellt sich selber ein. Jetzt ist die Frage, wie kommt man an das Tool dran? Da gibt es halt drei Varianten. Variante Nummer 1, für alle, die keine Kunden bei FX Flat sind, gibt es die Möglichkeit, wenn man Punkt Nummer 1 über den Link, den findet ihr auf meiner Homepage auch, das zeige ich mal eben. Oder allgemein reicht das, ihr geht auf FX Flat einfach drauf, genau, und macht, wenn man eine Kontoöffnung hat und einfach dort zip, zip, zip. So, was hat ihr Konto? Live-Konto? Immer nicht. Geht beim Live-Konto. Und dann, wie gesagt, Plattformauswahl MT4, MT5. Beim MT5 hat man noch das Orderbuch mit dazu. Und nehme ich mal MT5 einfach. Nehme jetzt die Nummer CFDs. Das kann man auch nehmen. Oder von mir ist MT4. Und dann bei der sogenannten Erweiterung, einfach Volume Profile Add-on VPOC klicken und schon hat man das ganze Tool, plus natürlich den Stereo-Trader. Dazu bitte Webinare dringend anschauen vom Dirk. Also die gibt es dann immer hier. Gibt es ja hier Webinare und Seminare. Haltet nach diesem Mann Ausschau hier. Der Stereo-Trader Helpdesk zum Beispiel oder wenn er das nächste Mal dran ist. Also ich jetzt leider keinen Termin mehr dieses Jahr oder kommt nächstes Jahr genug. Und so. Und von daher, wie gesagt, sorry, gibt es das Tool komplett kostenfrei. Das heißt, aber es muss ein Live-Konto sein natürlich, also live gehandeltes Konto, Stereo-Trader on top oder es gibt den dann, wie gesagt, beides kostenfrei. Ansonsten, wie gesagt, wer da jetzt nicht handelt, kann mich gerne bei Facebook nochmal anschreiben, wenn man die Software extern braucht. Aber wie gesagt, hier kriegt man das komplett gestellt, weil sonst kostet
Der Stereo-Trainer nämlich sonst 30 und das VPOC-Modul normalerweise 45 Euro, zusammen 75. Und FX-Bestandskunden, das kann der Nelson gerade erklären und dann kann ich beim Ralf mal eben auf die Frage eingehen, was dieses Tool kostet. Ja, der Stereo-Trader ist grundsätzlich für die Kunden bei FXLED, die auch aktiv sind, kostenfrei. Genau, das Einzige ist dann so, bei Neukunden ist dann auch der VPOC kostenfrei und bei Bestandskunden, die nicht bei mir im Live-Ding-Room sind, kostet das mit so einer FXLED Edition 25 Euro im Monat. So, und wer jetzt hier long eingestiegen ist durch den VWAP, ist gerade fast 3 Punkte vorne. So. Im ja, Übrigen, nur, ja, bitte, nur eine kleine Ergänzung. Wenn man den MetaTrader 5 benutzt und bei uns auch Futures handelt, da kann man auch wunderschön mit dem StereoTrader die Future-Daten mit den CFDs verbinden und so hat man dann auch das Volume-Profile auch mit den echten Future-Daten. Hat ja Dirk auch Nein, schon mehrmals. Das hat man aber auch hier drin. Also der fragt nämlich gerade jemand, wie gesagt, da fragt jetzt gerade der Ralf, kann ich das im CFD-Handel gut verwenden ohne Future-Daten? Das hier sind Future-Daten im CFD-Handel. Das ist kein Future-Konto, das ist ein CFD-Konto. Ja. Aber du hast den Vorteil und die Daten lesen, die wird hinten im Server aus dem quasi Future rausgelesen und wird auf deinen Chart implementiert. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du kriegst das übertragen auf deinen CFD-Chart. Du brauchst dafür keine extra Future-Daten, das ist alles mit. So, dann erstmal ganz kurz von Sarah die Frage. Kannst du bitte nochmal wiederholen, was du meinst, wenn der POC plötzlich zum aktuellen Preis springt? Also wenn der POC zum Beispiel, du bist jetzt da unten, Sarah, ne? So, ein Markt kommt nach unten geflogen. In dem Moment kannst du hier davon ausgehen, er könnte jetzt drehen, weil das Volumen hinterhergekommen ist. Und meistens suchen die alle hier long, 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 long. Gut, der ist heute stehen geblieben. Aber gestern, glaube ich, oder vorgestern konnte man das Phänomen beobachten, dass der POC plötzlich dann hier runterkam, ja? Und hier runter ging, oder bei manchen Sachen, du siehst, wenn das relativ lange seitwärts läuft. Jetzt, sagen wir mal hier zum Beispiel, pass auf, Bock ist da. Bip, 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 bip. Und dann, zack, dann siehst du selber, der ist hier unten, kommt da runter, dann kann es sein, dass der Trend dreht, muss es nicht, aber ist eine zusätzliche Hilfe. So, und dann fragt die Christina gerade, was heißt Live-Ding-Room und was kostet VPOC? Also, Neukunden, aktive Kunden ist ja komplett kostenfrei. Und für Bestandskunden gibt es die sogenannte FX Flat Edition. Da kostet der 25 Euro. Da müsst ihr den Nelson und den Support anschreiben und man bekommt dieses Tool für 25 Euro im Monat. So, und was ist der Live-Trading Room? Also Dienstags, Mittwochs, Donnerstags. Wir werden es aber zeitlich ändern. Wir wollen nächstes Jahr Dienstags morgens Session machen von knapp von 9 Uhr bis 12 Uhr Live-Trading. Aktuell ist Mittwochs, Donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr, 3 Tage die Woche. Und dafür reicht auch ein, Achtung, das gilt aber auch nur für neue Handelskonten bei FX Flat. Und das ist kostenfrei dann. Da seht ihr 3 Tage lang immer meinen Bildschirm und vom Lennart. Und wir sagen die ganzen Trades an, was wir machen, warum wir das machen und so weiter und so fort. Gestern war so ein moderater Tag, davor der Tag fand ich nicht so toll. Und heute war es eigentlich geil. Klar, den einen hier, der war super, aber der hier, den holt es weg, aber dann der Stop weiter oben. Und einige haben bis und wie hoch ist die Kontoöffnung? Christina, ich weiß nicht, wie du das meinst, mit wie hoch, das bitte, also es gibt keine Höhe, also eine Kontoöffnung kostet ja nichts bei FXFlat. Was so. Gemeint ist, wie hoch die Mindesteinzahlung ist, ist 200 Euro. Okay. Gut, aber bei den Mindestanzahlungen, wie gesagt, kann man nicht in den Trading rum. So, dann darf ich noch einen Tipp geben. Versteht mich nicht falsch, was ich jetzt sage. Wer mit 200 Euro an der Börse handelt, ja, das sind dann sollte man mit 10 Cent pro Punkt noch handeln. Maximal 20 Cent pro Punkt im DAX zum Probieren. Aber was bringen euch jetzt unter uns, wenn ich 100 Punkte mitnehme und 20er verdient habe? Da kommt der eine Tag, wo du verbilligst, dann größer reingehst und zack, sie alles weg.
200 könnt ihr ein bisschen mal probieren, alles. Ich sage es euch nur von meiner Erfahrung her, es bringt nichts. Es bringt nichts, mit kleinem Geld zu traden, weil du nicht groß handeln kannst. Dann siehst du selber, oh, du bist nur 30 Euro vorne, du gehst nicht raus und schon wieder bist du ausgestoppt. Das ist nun mal meine Erfahrung und mein Tipp. Ich mache das jetzt 20 Jahre. Ja, das ist nicht böse gemeint. Deswegen ist das nochmal ein Tipp. Nein, Tool funktioniert in Demo nicht, lieber Ralf. So, wenn wir schon online haben, kann man sich anmelden, was kostet das? Also der Trading Room, den gibt es nicht kostenpflichtig. Ja. Den gibt es nur in Verbindung unter anderem mit dem Handelskonto hier. Und die Details, wenn man schon der Kunde ist. Günther, wenn ich dich duzen darf, dann bitte nochmal den Nelson anschreiben und nochmal nachfragen, ob das denn klappen würde. So, was haben wir denn noch hier? Was für ein Konto? Wo ist die Frage? Hallo, Moment. Hältst du denn für richtig? Und jetzt kommt der nächste. Lieber Udo, schreib mich bei Facebook an, wenn es geht nochmal. Wie gesagt, ich habe eben am Anfang vom Webinar erzählt, die Nachfrage ist momentan da. Ich muss die Stück für Stück abarbeiten. Ich arbeite dran. Ja? So. Nein, lieber Horst, das machen wir nicht. Da haben wir uns das überlegt, das machen wir nicht, weil nur du das Setup nutzt, aber sonst nutzt es keiner. Deswegen, weil ich nutze das Setup ja auch nicht so. Dann steht es in meinem Buch anders drin, als wie es dort im VPOC-Modul wiedergegeben wird. Deswegen werden wir das dort nicht so ändern. Ja, der Sebastian schreibt auch, ich gebe dir recht, auch ein Großkonto macht es wesentlich einfacher. Ja, und ist auch klar, jedoch ist es perfekt zum Lernen, ist ein kleines, aber nochmal als Tipp, versucht nicht mit 300 Euro zu ballern und zu sagen, ich mache 1.000. Das geht natürlich, wenn du ein Pro-Konto hast. Aber das hat nichts mit dem professionellen Handel zu tun. Das ist dann Zocken. Also ein gutes Konto finde ich 5.000 Euro. Aber ich gebe am Anfang den Tipp, auch da maximal mit 1 oder 2 Euro pro Punkt. Später, wenn man gut ist, sollte man sich den Faktor immer nehmen. Und zwar, was ist da, 5 Euro. 1 Euro pro 1.000 Euro auf dem Konto ist das Maximalste, was du überhaupt handeln darfst bei der Wohler. Oder sollte das Maximalste sein? Du kriegst zwar 1,60 Euro hin, glaube ich, oder sowas. Die Marge liegt bei 600 Euro. Die normalen Konten und bei den Pro-Konten, glaube ich, bei 60 Euro oder so. Aber ist nur mal ein Tipp am Rande. Also mit, wie gesagt, 200 Euro, das bringt nichts. Das ist Zeitverlust, Zeitvertreib. Dann, wie gesagt, zum Ausprobieren ist es in Ordnung. Aber wenn man das professionell machen möchte und auch gut drauf ist, sollte man das schon in Größe machen. Wie viel Prozent Profit hältst du pro Monat im Schnitt für real? Roger, die Frage passt heute nicht zu dem Thema. Ich kann es dir gerne beantworten. Das hat was mit deiner Anlagestrategie zu tun. Du kannst ja mit einem 10er-Konto, wenn du das 10 Jahre lang, 5 Jahre lang machst und gut drauf bist, locker 10% rausholen. Problem ist aber, du bist relativ groß drinne auf das Konto gerechnet. Jetzt nehmen wir mal ein Konto mit 200.000 Euro, nur ein Beispiel. Da kannst du im Jahr von mir aus 30% machen, hast du 60 verdient, was nicht schlecht ist. Hast kleinere Positionen, kleineres Risiko. Ich sag mal ganz ehrlich, ich habe das ja mal gezeigt bei so einer Challenge. Da habe ich mal mit einem 30.000 Euro Konto gesagt, ich mache jetzt mal kleine Positionen, um zu zeigen, dass man in 5 Monaten entspannt, ohne große Drawdowns, damit 35% machen kann. Jetzt teilen wir die 35 durch 5, dann sind wir bei 7% im Schnitt. So, ne, warte mal, 5, doch 35 durch 5, ne, Moment, oh, habe ich mich verrechnet, doch, das müssten 7 sein, doch, das sind 7. Ja. Jetzt kommen wir wieder zu dem Trugschluss, weil ihr lest ja alle in so Foren, wo man sagen würde, spart euch das. Wenn man doch 7% jeden Monat im Schnitt machen würde, wäre man irgendwann der reichste Mensch der Welt. Und wisst ihr, was ihr alle immer vergesst? Mit 30.000 7% im Monat machen oder mit 300.000, ja, kannst du das noch machen, aber nicht mehr mit 500 oder 1 Million. Deswegen wirst du damit nicht der reichste Mensch der Welt, weil du irgendwann keine Wohlfühlposition mehr hast. Ja? Bedeutet, du hast die Wohlfühlposition nicht mehr. Das bedeutet, ab einer gewissen Kontogröße ist dein Stopp viel zu groß.
Ja, das heißt, wenn du mal 5% hinten bist, bei einer Million als Beispiel, dann bist du 50.000 im Minus. Wie willst du das im Kopf aushalten? Deswegen möchte ich erklären, dass wenn man den Markt schlägt, wenn der DAX 10% macht und du hast im Jahr gechillt getradet, kleine Positionen, hohe Zeiteinheiten, ist es nicht das Problem. Zu sagen aber, gut, dann könnte ich als Fondsmanager arbeiten, da bist du mit anderen Summen unterwegs. Das wird viel schwieriger. Ja, also zum Beispiel mit 100 Millionen in einem Fonds den Markt zu schlagen, ist 10-mal schwieriger als mit 10.000 Euro. Das müsst ihr euch einfach mal vor Augen halten, dass man das in Relation versteht, wenn ich rede von Wohlfühlpositionen. Ihr müsst euch in der Position wohlfühlen, ihr müsst euch im Stopp wohlfühlen. Und wie genau jetzt hier, Beispiel, wenn das Konto jetzt 5.000 Euro groß gewesen wäre, der Markt geht aber stark runter gerade. Ich hätte hier maximal 5 Euro pro Punkt genommen oder Beispiel, sagen wir mal 3 Euro pro Punkt. Stopp, 10 Punkte sind 30 Euro Risiko oder 50 Euro, nochmal 5 Euro pro Punkt. So, und habe ihn jetzt laufen lassen als Beispiel. Und bin jetzt hier nach ungefähr 30 Punkten ausgestiegen, dann habe ich 150 Euro verdient. Das sind auf das Konto dann 3% an einem Tag. Das geht, weil wir reden hier von 50 Euro Stopp, wenn du in der Rückhand noch Geld hast. Ja, das versuche ich gerade damit zu erklären. Wenn man nur diese 5.000 hat, sollte man nicht mehr als ein halbes Prozent mit seinem Stopp riskieren. Für Aktien gibt es das noch nicht, lieber Benjamin. Das ist nur für Rohstoffe, Indizes und Forex geeignet. So, in diesem Sinne, ich hoffe mal, ihr habt das ein bisschen verstanden, was das Tool bringt. Oder ihr habt es jetzt mal im Live auch gesehen. Wir haben hier noch erklärt, wenn er da ankommt, ist es gerne eine Gegensteuerungsmarke. Und ich habe ja sowieso noch eben im Trading Room gesagt, der Bereich um die 13.200 ist eine Long-Zone und da ist er knapp drunter gerutscht. Also selbst der Stopp von meinen regulären 15 Punkten, die ich benutze, das wäre hier gewesen, hätte jetzt gehalten und man wäre jetzt entspannt über 23 Punkte vorne, also über ein CRV von 1 und hätte die Position schließen können. Ja, Forex geht das natürlich auch. So. Natürlich kann ich jetzt mal kurz was announcen. Wie gesagt, ich mache das auch in der Gruppe kaum, weil wir sind aber auch da schon fast ausgebucht. Es wird Folgendes geben, und zwar, da haben wir, glaube ich, noch zwei Plätze sind jetzt noch frei. Dann machen wir die Anmeldung auch zu. Der Standard startet. Boah, sorry Leute, ich bin echt müde von dem ganzen Handelstag heute. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen nuschel. Das startet jetzt im Januar eine zweimonatige Börsenausbildung zum Börsenhändler. Ja, die fängt an im Januar am 13.01. Das findet montags abends statt und geht bis zum 9.03.2020. Das sind knapp 2 Monate, immer 18.30 wie jetzt bis 21 Uhr. Da machen wir, wie gesagt, erstmal viel Theorie am Anfang und alles, was ihr in dem Blog lernt, schaut euch die Woche an, stellt dann am Montag eure Fragen oder auch eine Community. Ihr solltet den Markt damit beobachten und so bauen wir das langsam sukzessive auf. Normalerweise mache ich das Ganze immer so, ich sag mal, 2 Wochenenden und 2 Tage live. Und diesmal habe ich gesagt, hey, wir gehen das Ganze mal ein bisschen ruhiger an, auch für viele, die berufstätig sind, die jetzt nicht sagen, ich habe jeden Wochenende Zeit dafür, sondern die sagen, ich möchte das mal in Ruhe lernen, dass man auch dann, wie gesagt, seine Fragen die Woche später stellen kann. Ja. Und von daher, wie gesagt, und wenn man an dem Tag nicht kann, starten kann, man kann auch 2 Wochen später anfangen und kann dann, wenn es bis dahin nicht ausgebucht ist, wovon ich aber ausgehe, kriegt man dann, oder wenn man selber schon dabei ist und man kann einen Montag nicht, kurz per E-Mail Bescheid geben und dann kriegt man die Aufzeichnung zugeschickt. So. Da, also wie gesagt, da wird alles beigebracht. Sei es, welchen Broker brauche ich? Was handle ich wann? Da mache ich auch Volumenhandel, Orderflow Trading, statistische Handelsansätze, ja, wenig Trades, super Performance. Das hat dann nichts mit irgendeinem Volumen oder Chart Trading zu tun. Das ist rein statistisch oder saisonal. Das ist momentan, wie gesagt, sind viele interessiert dran, weil das nämlich dort gar nichts mehr mit diskretionärem Handel zu tun hat. Swing Trading auch und tausend verschiedene andere Themen. Den Link habe ich euch gepostet. Könnt ihr euch durchlesen, wie gesagt, da sind nur noch 2 Plätze frei und dann machen wir die Anmeldung zu. So, danke lieber Ralf für das Lob und jetzt fragt der Michael, auf was für eine Periode ist der WM eingestellt, das habe ich eben schon erwähnt. Da gibt es keine Periode. Das ist kein gleitender Durchschnitt aller 200, das hat nichts mit Zeit zu tun, sondern das geht nach dem
Richtung des Volumens, da gibt es keine Periode zu. Stefan, wir haben im Mai nochmal eine Präsenzgeschichte in Lohr dazu. Also es ist im Januar was, im Mai und dann noch nicht. Also sonst ist das nicht nochmal geplant. So. Ihr Lieben, habt ihr noch Fragen? Dann schießt los. Wir haben noch 5 Minuten. Ja, in der Zeit, wo die Teilnehmer noch kurz ihre Fragen schreiben. Nur nochmal, damit ich den Satz noch abschließe bezüglich Futures. Was ich damit meinte, war eher, dass man zusätzlich zum Beispiel mit dem Sale Trader dann doch das Orderbuch mit im CFD hat. Ja, also das nur nochmal als Ergänzung. Genau, dass man im MetaTrader 5, ich will das ja, glaube ich, sogar zeigen, weil ich muss mal gucken, weil das nutze ich dort nämlich nicht. Moment. Incoming Mail sieht bei mir genauso aus. So. Den habe ich nicht geupdatet. Den müsste ich erst wieder updaten, weil ich ihn jetzt nicht gemacht habe. Und da hast du dann die Möglichkeit, in dem Live Future, und ich mal drauf, mal gucken, was er macht. Ja, der hängt jetzt gerade hier. Ich muss erstmal updaten. Aber ich kann das beim nächsten Mal zeigen. Da sieht man einfach das Orderbuch. Oder ich kann mal zeigen, gerne, wie das aussieht, auch wenn das mit dem Stereotrainer nichts zu tun hat. Was ist überhaupt ein Orderbuch? Welches gerne gerade kurz zeigen darf. Mach das eben mal auf. Bei mir sagt er ständig warten auf Update. Vielleicht ist er noch hin. Moment. Zack. So. Moment, gib mir noch eine Sekunde. So, na, ich muss das da nochmal demnächst neu installieren. So, Orderbuch sieht dann folgendermaßen aus. Ich kann es bei mir mal im Buch zeigen. Zack, 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 und so. Das ist ein großes Slices. So, also sieht ein Orderbuch aus. Ja, und so könnt ihr das auch bei FX Flat bei MetaTrader 5 dann haben. Da hat er nämlich ein Orderbuch noch mit drin. Dann könnt ihr nämlich dort die ganzen Stücke sehen. Und auch dazu gibt es viele Setups, wie man dann scalpen kann und in welche Richtung man traden sollte mit der Erkennung aus dem sogenannten. Liebe Ertugrul, danke dafür. Und die Einstellung, Kevin, wie gesagt, meine siehst du selber. Also DAX habe ich 12:15 bis 22 Uhr, Dow Jones und Forex durchgehend. Ja. So, geht das Orderbuch auch im Stereo-Trader? Ja, aber nur im Future-Bereich. Kostet wer für den F-Tax? Das habe ich leider nicht verstanden. Und Martin hat eine Frage. Das bekommt man mit den Marktdaten, was Sie für den Future-Handel dann abonnieren, Herr Boss. So. Ich handle mit beidem. Ja, ich zeige das ja manchmal. Ich handle im CFD-Bereich und im Future-Bereich. Ich handle in beiden. Scalpen oder mal in eine Position länger laufen, tue ich viel im Future machen. Und wenn ich sage, ich habe jetzt einen Einstieg und mache Teilverkäufe, dann mache ich das immer im CFD-Bereich, weil ich dort den Future quasi stückeln kann oder die Position. Ja, damit ich zum Beispiel eine Teilverkaufsstrategie, weil ich dann immer sage, okay, Stück für Stück für Stück nach oben baue ich die Position ab. Ich fange jetzt nicht an, mit 5 Futures oder 10 Futures darum zu machen. Das war vielleicht früher, wo ich etwas jünger war. Und so kann ich die Position je nach Punkte, wo ich vorne bin, stückeln und verkaufen. Aber wenn ich scalpe oder solche Sachen, dann nutze ich dann dafür eher den Future. So, sind noch welche Fragen? So, gerne, Stefan. Wie gesagt, ich habe euch das hier mal reinkopiert. Entschuldigung, ich habe euch das mal eben hier reinkopiert, den Link. Und wegen Kontoöffnung, wenn ihr draufklickt, VPOC-Modul auswählen. Und dann könnt ihr mich auch anschreiben. Ihr kommt in den Trading Room rein. Ob ich das noch nächste Woche schaffe, weiß ich nicht, weil dann haben wir es mal 2 Wochen zu im Trading Room. Und danach, im Januar, geht es dann wieder los in der 2. Woche. Und ja, von daher, wie gesagt, einfach dann melden.
Und da, wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, das Tool vergünstigt, kostenfrei zu kriegen. Ist man mal FX-Flat, zahlt man nur 25. Und wenn man halt woanders ist, wenn ich das kurz announcen darf, bezüglich des Tools, dann kostet das Tool übrigens 45 Euro. Ja, also das kostet dann, ihr kriegt das komplett kostenfrei als Neukunde. Bestand ist 25, ansonsten über die Homepage bei mir 25, aber braucht über die Homepage von mir auch den Stereo-Trader. Wenn dann 25 kostet, also ist man dann bei 70 Euro im Monat. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich durch den Trade hier mit 5 Euro Punkt nach 20 Punkten schon über 100 Euro mitgenommen hätte und mir vielleicht nur noch den VWAP und nichts anderes mehr handeln würde, wie gesagt, schaut euch das erstmal an, lernt das Ding mal kennen, hat man die Kosten schon relativ schnell wieder drin. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Ihr habt auch das Tool verstanden und dass es auch mehr hilft, anstatt einfach nur Trendlinien und gleich einen durchschnittlichen Chart zu haben. Und freut euch drauf für alle, die den VPOC haben oder bald haben werden. Im nächsten Jahr kommt im Januar nochmal ein Update mit ein paar Zusatzfunktionen dazu. Aber ich verrate dazu noch nichts. Lasst euch überraschen. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Ja, wegen Facebook-Trader noch übrigens. Wer nicht in der Community ist, wenn ihr gleich Anfragen stellt, kann ich die relativ schnell abarbeiten, weil ich noch 5 Minuten hier oben sitze. Ich kann euch den Link mal dazu posten. Moment. Dann klickt ihr auf meiner Homepage einfach hier auf Facebook-Trader. Ja, und wir haben auch einen Telegram-Channel noch, wo wir Dings da machen. Also hier, das ist die Homepage. Da findet ihr das. So, und warum haben wir das Dings gemacht, das Tool, auch mal, dass ich das erwähnen darf? Weil es gibt es draußen nicht. Es gibt weltweit kein Tool, welches euch die Daten so liefert. Du brauchst einen Future Broker, du brauchst ein Future Konto, da musst du endlich noch ganz viel für den Datenfeed bezahlen, da bist du auch schnell bei 70, 80 Euro und dann brauchst du noch die passende Software dazu. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nicht schlecht. Machen wir so ein Ding einfach für die ganzen Leute, damit auch die, die mit CFDs traden, die Möglichkeit haben, diese Levels zu finden. Ja, liebe Sarah, vielen Dank. Schöne Weihnachtszeit wünsche ich dir, die Family. Wie gesagt, ich bin morgen und nächste Woche noch am Start und dann langsam gehe ich dann ein bisschen da raus. In diesem Sinne euch allen einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart und ich sag mal wieder bis morgen in der Gruppe und wo ich den Trades poste und dann spätestens bis nächste Woche im Trading Room für alle, die dabei sind. Euch einen wunderschönen Abend und Nelson, vielen Dank an dich, vielen Dank an FX Flat für ja, heute so ein Webinar. Nein, wir haben zu danken, Orkan. Vielen Dank, dass du die Zeit heute mit uns verbracht hast und dein Tool gezeigt hast. Natürlich auch vielen Dank an die Teilnehmer. Vielen Dank an Dirk, der heute dabei war. Natürlich auch für dein Tool, StereoTrader, der das alles möglich macht. Und ich wünsche Ihnen auch allen noch einen schönen Abend. Wenn Sie noch handeln, dann passen Sie auf Ihre Position auf. Und wer sich weiter für den StereoTrader interessiert, kann ja auch gerne nächste Woche Montag zu uns in den Webinar kommen mit Dirk Helger. Und ansonsten werden wir im neuen Jahr auch mit Orkan weitere Webinare dann auch veranstalten. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch dort dann teilnehmen. Also bis demnächst. Vielen Dank. Tschüss zusammen.